gegen mein Enkelkind gekämpft hätte. Komm doch bitte mal wieder vorbei. Okay, ach man, hier ein Doppelkampf. Sollte, glaube ich, noch gehen mit unserem Popanze. Ich habe Feuer in mir, Baby. Ich halte dich aus. Ich muss kämpfen. Dies ist ein schöner Berg. Hier gibt es viele interessante Leute, die einen Gesellschaft leisten. Ah ja. Und deswegen bist du bei dieser Schönheit dran, oder was? Oh Mann, dieser Lustknabe. Alex, du Lustsmolch. Machst mit deinem Kleinstein das Meryl hier an, was? Oh mein Gott. Ja, wir haben keine APs mehr auf Psystrahl, aber wir können trotzdem mit Schaufler Kleinstein angreifen. Und Konfusion greift Meryl an. Gut, ich hoffe, Kleinstein benutzt nicht irgendwie Final oder sowas. Lobstrahl trifft natürlich unser Pokémon nicht, wenn es unter der Erde ist. So, Konfusion auf Meryl und der Schaufler tötet Kleinstein. Okay, nicht ganz. Gut, dann machen wir es mit Lehmschelle bzw. mit Konfusion. Und dann hätten wir den Schluckberg auch erledigt. Oh, was für ein kochend heißer Kampf. Oh, du bist auch ein richtiger Eissporn. Ich mag Hitzköpfe wie dich. Ich trage dich in mein Poké-Navi an. Jetzt haben wir diesen Perversel in unserem Navi. Ja, gut, wir haben schon genug Psychos in unserem Navi. In unserem Poké-Nav. Poké-Nav, ja. Ja, kann man sagen, das ist ein Navi. Gut, Schlupberg ist abgehakt. Dann müssen wir jetzt noch den Steilpfad machen und die Wüste. Den haben wir schon. Ja, das war ein forcierter Kampf. Hier könnten wir auch Vulkanasche sammeln. So, den... Das ist so ein Rocket-Fuzzi. Rocket-Fuzzi, so ein Magma-Fuzzi. Dann hier ist noch ein Trainer und da unten ist ein Doppelkampf. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr, oder? Achso, wir können hier übrigens mit unserem Kunstrad hier rüber jumpen. Beziehungsweise wir können hier auch hochjumpen. Wieso? Ja. Ja, ich glaube, ich gehe zuerst ins Pokémon Center. Heil die APs auf. Hier ist übrigens auch noch ein Kampf. Genau, einmal Pokémon heilen, bitte. Achso, mir ist noch was eingefallen, was wir machen können. Das Rätselhaus hat wieder neue Rätsel für uns. Ich glaube, ich mache jetzt alles, was geht, ja, und dann machen wir quasi die Wüste. So, dann jumpen wir jetzt hier hoch. Fangen wir mit der hier an. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dann hast du ganz schlecht geschaut, weil ich war hier schon dreimal. Dieser Ort eignet sich nicht für ein Picknick. Okay, drei Viecher hat sie. Knilz. Ja, Psystrahl weg. Warum hat die eigentlich einen Knilz dabei beim Picknicken? Was kann diese Knilz? Also wenn ich ein Picknick machen würde, welche Pokémon würde ich denn mitnehmen? Auf jeden Fall ein Feuer-Pokémon für Feuer. Vielleicht ein Glumander. Und vielleicht noch ein Sichlor, um damit quasi Pflanzen irgendwie Unkraut zu entsorgen, ja. Was ungefähr das so Gras, ja. Und vielleicht noch ein Pokémon, was... Ah ja, Skankapu. Warum ein Skankapu? Ganz einfach, es hält Mücken ab mit seinem Gestank. Na gut, andererseits wird es dann mich aufhalten mit seinem Gestank. Irgend so ein Pokémon, was Mücken quasi fernhält. Und ich glaube, Mücken mögen keinen starken Geruch. Depodetox, genau. Das wäre es jetzt. Da kann ich gleich meinen Müll dazulegen.
Der kann sich gleich mit dem Müll verschmelzen, ja. Aber Sichlor wäre schon nice. Da könnte man so auch Holz sammeln und so, ja. Sichlor, Lumanda fürs Feuer. Kommst du irgendwann wieder in die Gegend? Ich würde gerne wieder gegen dich antreten. Und hier ist noch ein Doppel... Alter! Hier ist Igor, wie sieht's bei dir aus? Kämpfst du viel? Ich habe vor kurzem gewonnen, mein Tod ist brillant. Warten ab. Ich klettere jeden Tag auf diesen Berg. Ich weiß, wie stark ich bin. Man bekommt wirklich Angst, wenn man den ganzen Weg hinunter rennt, ohne anzuhalten. Okay, zwei Pokémon. Wobei, ich glaube, das Rätselhaus machen wir später. Weil sonst muss ich extra wieder runterlaufen. Das ist auch nicht so geil. Das können wir ja machen, wenn wir Surfer haben. Das rennt uns ja nicht davon. So, also Lehmschelle. Ich glaube nicht, dass der Schwebe hat. Und dann machen wir Stein... Nee, Konfusion. Ah, vierfach stark. Irgendwann ein bisschen nervig, aber nicht so schlimm. So, Psychstrahl und Konfusion. Die volle Psycholadung. Was ist da nur schiefgelaufen? Ich fühle mich, als würde ich zu Sand zerbröseln. Gut, dann ist hier noch so ein Wanderer. Ach, du bist gar kein Trainer. Ich würde gerne mal helfen, Frost City, aber wenn ich die Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Ja, die Stadt die hat echt eine super Location. Bad Rentner Stadt. Ich frage mich, wie der Lieferverkehr hier hochkommt. Naja, egal. So, dann hätten wir alles erledigt. Dann schauen wir uns jetzt die Wüste an. Die Heimat von Popanze, ne? Und hier ist so ein Turm, da schauen wir später rein. Oder wollen wir gleich reinschauen? Da schauen wir später rein, der. Ich sehe ihn, den Turm aus Sand. Der Sandturm, den sie wie ein Wunder nennen, zeigt sich. Aber er sieht sehr brüchig aus. Er kann jeden Moment zusammenbrechen. Ich würde gerne mal hinaufgehen, aber so mutig bin ich dann doch nicht. So, hier gibt es Sternstaub. Achso, richtig, wir können wieder unsere schwarze Flöte benutzen. Auch wenn die Pokémon eh schon gut aufgehalten werden. Ich glaube, sie wirkt sogar... ich weiß nicht, ich habe im Poké-Wiki gelesen, dass die schwarze Flöte nach jedem Routenwechsel geresettet wird. Dass man die quasi immer wieder neu aktivieren muss. Aber irgendwie fällt mir kein Unterschied auf. Mit diesem Wüstenglas fühle ich mich wie ein Super. Im Moment kann mich einfach niemand besiegen. Okay... So, Popanze hat jetzt einen Heimvorteil, also unser Popanze. Seins natürlich auch wahrscheinlich, ja. Aber unseres ist cooler. Warte, er hat bestimmt Schwebe, ne? Das könnte ein echt zäher Kampf werden. Antike Kraft. Normal stark, ne? Aber mit ein bisschen Glück erhöhen sich unsere Werte mit Antike Kraft. Ja, Psychstrahl. Ja gut, er hat den gleichen Nachteil. Der Sandsturm ist meinem Papi egal. Komm, erhöhe meine Werte. Mann. Okay. Probieren wir es mal mit einem eigenen Psy-Strahl. Vielleicht macht es mehr Schaden. Oh, ja, ein bisschen. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der Gegner verwirrt ist, wenn wir Psy-Strahl benutzen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, der Kampf ist ein bisschen zäher. Aber wir kämpfen zwei gleiche Pokémon gegeneinander an, ja. Turbodreher. Meins konnte keinen Turbodreher, als ich es gefangen habe. Na egal, Turbodreher ist auch nicht die beste Attacke.
Okay, sondern... So, welche Pokémon würde ich denn in einer Wüste mitnehmen? Beim Campen, wenn ich Camper wäre und ich wäre in der Wüste. Boah. Irgendein Pokémon, was Sonntag kann. Ne, ein Eis-Pokémon. Das wär's, ja. So ein Eis-Pokémon wie... Gladiantri, ja. Oder ein Glaziola, wäre auch ganz nett. Irgendein Pokémon zum Abkühlen auf jeden Fall, ja. Vielleicht noch ein Wasser-Pokémon, was einen irgendwie mit Wasser versorgen kann. Ja. Oder noch besser, vielleicht ein Formeo, was quasi Regen verursachen kann, ja. Dann würde es in der Wüste regnen. Und man hätte immer eine Abkühlung. Und es wäre auch nicht so heiß. Und... Ach so, schon wieder ein Pupanze. Ich sehe es erst jetzt. Oh Mann, jetzt verlieren wir so viele APs, weil diese Pupanze so nervig... beziehungsweise so zäh sind. Weil wir haben keine Alternativen an Attacken. Ja, Schaufel funktioniert nicht, weil der Gegner wahrscheinlich Schwebe hat, so wie wir. Okay. Ich kann doch nicht nur im Geiste gewinnen. Okay, dann schauen wir mal hier lang. Da versteckt sich noch einer. Das Wüstenglas steht dir gut, aber ich bin mir sicher, mir steht es besser. Wir entscheiden das besser in einem Kampf. Wie wäre es, wenn wir irgendwelche Leute herholen und die abstimmen lassen, wem das besser steht? Was soll ein Kampf das bewirken? Was? Ich check's nicht. Ich check seine Logik nicht. So, hier wieder Boden gegen Boden Psycho. Oh, irgendwie habe ich jetzt richtig Lust auf Pokémon Weiß. So in der Wüste. Da gibt es ja auch eine Wüste im Pokémon Weiß, ne? Da kann man richtig geile Pokémon fangen. Allgemein im Pokémon Weiß kann man sehr geile Pokémon fangen. Wahrscheinlich wird das Pokémon Weiß Let's Play werde ich so machen, dass keine Sonderregeln da sind. Ja, dass wir einfach mal wieder ganz klassisch Pokémon spielen, ohne irgendwelche Einschränkungen, ja. Genau, das ist ein bisschen sanft.